Es wäre noch zu früh zu sagen, da man schauen muss, wie das heute weitergeht, dass es mir gestern zum ersten Mal gelungen ist, Verantwortung für mich zu übernehmen. Mal sehen. Dies im Zusammenhang mit Träumen von dem Phantasma jenes Parmenides, der sich vor den Zug schmeißt, weil er der Einzige, der Ausschließliche, der Erkorene sein will, im Kontrast zu der langen Traumkette, jenes Verhalten von Inneneinrichtungen, die ganz im Gegenteil den Ball rollen lassen müssen im Kreis für ihr alltägliches Brot und welche elastisch-plastischen Aufnahmevermögen hier in der beliebigen Aneinanderreihung der Ersetzung der Zahlenkette, der Arbitrarität nach dem Erstschnitt, nach dem Verlust der Uhr erst einzigen, kommt die ganze Kette der Abzählbarkeiten, der beliebigen Ersetzungsreihe, der vielen, der allzu vielen, die ganze philosophische Debatte zwischen dem einen und dem vielen, zwischen der Treue und dem ständigen, austauschbaren, ins Werk sich setzen machen von elastischen Gummiballons, ja, die lange Kette von Treuephantasmen auf der Uner einzigen Weise und auf der drittverandernden Projektionsseite. Inkompatible Proton-Pseudos der Paradoxien bereits hier. Der Traum war ziemlich lang und beinhaltete verschiedene Komplexe und Themen. Zum Beispiel im ersten Stock dann einen Vergnügungspark, ein Disneyland, ein Dschungel. Ein Dschungel mit exotischen Tieren. Ich selber hatte es nicht gesehen. Ich befand mich wieder in Kemenatengesprächen hinsichtlich zum Beispiel, ja, lassen wir das, das ist zu privativ und spielt auch keine Rolle, geht wieder das Gleiche an, nämlich, was soll man die Weiblichen dazu bringen, Geständnis abzulegen, wie viele Gigafalloi, wie viele Ersatzliebhaber sie durchgezogen hat im Leben, weil es, wenn man schon selbst ihr alltägliches Brotprinzip, das ihnen zusteht, verstanden hat, die ihnen gefälligst die Belohnung und Belobigung garantierte und lieferte, die sie für ihre Drittveränderungsprojekte schließlich verdient haben.